So, dann haben wir noch ein L zur Verfügung irgendwo. Mit einem Play-Button können wir uns das nämlich holen. Nur mit Play, ja? Nur mit Recorder. Ich, wir beide und unsere zwei Gemmer. Aha. So, ich zähle eins. Ich zähle einen Gemmer. Das bedeutet aber, dass wir im Recording dann gleich einen zweiten zur Verfügung haben. So, was können wir denn hier machen? Da ist, da ist ein Booms, da ist ein Gewehr an der Wand. So, bis hierhin können wir noch hin. Aber sobald wir irgendwo da vorne uns hinwagen, funktioniert es nicht. Ja. Das heißt, da hinten ist auch noch ein Tor. Wir könnten das vielleicht folgendermaßen machen. Ich starte eine Aufnahme. Ja, ich starte eine Aufnahme. Können wir vielleicht einfach mal machen, um zu überlegen, weißt du? Ich stelle mich hier hin. Ich gehe in echt da rein. Vielleicht sogar inklusive dem Jammer. Ja, inklusive dem Jammer, genau. Und ich jamme dann von hier aus. Also, es geht ja gar nicht, weil ich jetzt nicht an das Gewehr komme. Weil ich jetzt nicht an das Gewehr komme. Das ist ja blöd. Ich dachte, ich könnte jetzt das Gewehr jammen, weißt du? Das funktioniert so aber nicht. Alternativ kann natürlich das echte Ich, der echte Ochi, das Gewehr jammen, aber dann haben wir immer noch da hinten das Problem mit dem Tor. Das ist das Blöde. Wir probieren mal aus, was passiert, wenn ich jetzt hier in echt unterwegs bin. Wir gehen auf den Dingsy. Genau. Ich nehme den einen Jammer mit. Da kann ich jetzt mir das Ding da jammen. Kriegen wir hier vielleicht irgendwoher noch ein anderes Objekt oder so? Das wäre natürlich eine Möglichkeit. Ach so, hier ist ein... hier ist ein Klopf. Und au, da geht's noch weiter. Ach so. Interessant. Interessant, da geht's noch weiter mit Gewehr. Wo ist denn der Stein eigentlich? Ist er da hinten irgendwo? Ah, dann müssen wir wahrscheinlich in virtuell hier irgendwie uns was hinstellen, wa? Oder mein Jammer. Das wäre eine andere Möglichkeit, aber dann brauche ich ja noch einen Jammer, um das da hinten zu jammen. Das kann ich allerdings auch von hier vorne aus machen. Das kann ich auch von hier vorne aus machen. Pass auf, probieren wir was. Soll ich das einfach resetten? Ich resette einfach mal das Rätsel. Dann ist alles wieder am Anfang, nicht wahr? Yo. Ich... Wo ist mein Jammer? Da. Ich guck mal, ob ich das hier irgendwie von hier aus machen kann. Wenn ich mich hier hinstelle, auf den Knopf, dann komme ich da hinten zumindest nicht ran. Ich könnte aber von hier aus das Gewehr da hinten jammen. Das geht, ja. Das Tor ist hier offen. Ich könnte mir in echt den Jammer nehmen. Und mich da reinbewegen. Aber dann habe ich das Problem, dass Tor und Gewehr gleichzeitig ungejammt sind. Kann ich denn... Ich kann das Tor da hinten jetzt nicht... Oder? Funktioniert das? Warte mal. Wo ist das Teil? Achso, ich habe es hier draufgestellt. Das ist ja blöd. Ist wahrscheinlich auch überhaupt nicht so bedacht. Aha. Ich konnte es tatsächlich machen. Aha. Interessant. Ich konnte das Tor ja aufmachen. Ob das so gedacht ist oder ob ich das jetzt nur in VR machen kann, bin ich mir nicht so sicher. Aber ich wäre da jetzt nach vorne gelaufen. Wobei, das hätte ich ja auch mit meinem Jammer, den ich mitgenommen hätte, machen können. Naja, so oder so. Und dann jamme ich da hinten das Gewehr und könnte mich da jetzt nach vorne arbeiten. Oh je. Nee, ich brauche den echten Jammer, um das Gewehr zu jammen. Wir probieren es mal aus. Katastrophe hier. Ich nehme meinen Jammer. Der Ochi kommt her. Wir können uns hier schon mal reinstellen. Es wird jetzt einen Moment dauern, aber egal. Wir jammen das Gewehr. Das müssen wir auf jeden Fall machen. Das hier kriegen wir gleich aufgemacht von unserem Kollegen. Das hier kriegen wir gleich aufgemacht. Und hinterher jammt er uns noch das Gewehr, nicht wahr? Ich glaube schon. Dann haben wir es vielleicht geschafft, es sei denn, da vorne ist noch ein Tor. Das weiß ich gerade nicht, das kann ich nicht genau sehen. Von hier aus so, da der virtuelle Kollege ist irgendwie am Rumeiern.
Der ist da am Rummachen. Der Ochi darf man nicht so lange rummachen, aber egal. So, wir könnten hier rein. Ja. Na, kann man echt nicht sehen, ne, ob da hinten noch ein Tor ist. Das werden wir gleich erfahren. Ob da denn eines ist. So, noch 21 Sekunden Aufnahme übrig. Es kann gar nicht so lange dauern jetzt. So, genau. Dankeschön. Und wir haben das Steinchen. Yay! Voll gecheatet. Aber egal. So. Sehr gut. Ja, hast du gut gemacht, Kollege. Ah, der musste weg. Er musste schon wieder weg. Na gut, von mir aus. Ja. Hier haben wir noch das Sternchen. Ja, werden wir uns auch bei Zeit drum kümmern. Werden wir uns drum kümmern. Okay. Ja. Ja, der Robert, der wird jetzt sagen an dieser Stelle, ah, zeig doch mal hier, was wir herausgefunden haben. Ja, werde ich noch machen. Werde ich noch machen, aber nicht heute. Nicht heute, also machen wir das nächste Mal. Damit ihr auch das nächste Mal noch ein bisschen was zu, ja, zu erleben habt hier. Ihr könnt ja ansonsten schon mal in die Osterfolge gucken, wenn ihr Easter Eggs und so sehen wollt. So, das Sternchen, das haben wir schon gesehen, aber das müssen wir dann auch fürs nächste Mal aufheben. Dann machen wir einfach wieder eine Sternesuch-Session am Anfang. Komm, ich würde sagen, die drei hier machen wir noch. Und dann heben wir uns noch ein bisschen was von Ägypten fürs nächste Mal auf und dann ist es gut für heute. Ja, so machen wir das. Hier. Ein rotes Rätsel und zwei normale. Ist vielleicht auch mal wieder eine nette Abwechslung. Spürst du nicht Freude daran, die rechtmäßige Anordnung der Dinge gefunden zu haben, wenn du eine meiner Prüfungen überwindest? Dies ist der Funke Elohims, welcher dir innewohnt. Die Macht, Ordnung aus dem Chaos zu schaffen. Und darin offenbart sich die wahre Bedeutung unserer Siegel. Ja, übertreib mal nicht, Digga. Aber ja, ist ja schon geil. Geiler finde ich allerdings erstens, dass ich einen Pinsel gefunden habe. Und zweitens hier die Mächtigkeit der Tore und der Wände hier. Die ist in VR schon ganz schön groß. Komm, wir schreiben hier einfach mal, wir taggen hier einfach mal neben diese Nachrichten hier, oder? Ich suche nach Worten, um es zu beschreiben, aber ich schaffe es nicht. Dieses überwältigende Gefühl, dass etwas am Rande meiner Wahrnehmung sehr, sehr falsch läuft. Ich fühle mich, als ob ich nicht in diese Welt gehöre, aber ich bin nicht in der Lage, Alternativen zu finden. Oh, der Name ist auch irgendwie korrumpiert. Ich bin ein Computerprogramm. Du bist ein Computerprogramm. Elohim ist ein Computerprogramm. Finde dich damit ab. Heisenstein. Sehr schön. Gefällt mir. Ja, und wir verewigen uns irgendwie mal hier daneben. So, und irgendwie müssen wir jetzt zu dieser Nachrichtenauswahl kommen. Ich weiß aber nicht, wie das gedacht ist. Das letzte Mal war die irgendwie direkt weg, als ich versucht habe zu pinseln. Na, geht das irgendwie? Ja. Ich weiß nicht, ob ich gedrückt halten muss vielleicht. Wir probieren es mal. Aha, jetzt könnte ich was auswählen. Kann ich denn jetzt loslassen oder? Pass auf, ich wähle mal irgendwas aus. Wobei, scrollen müssen wir auch noch können. Ich habe keine Idee, was los ist. Wie steht's mit dir? Das Zertifizierungsprogramm ist eine Farce. Was weiß ein Computer schon über Menschlichkeit? Du wirst ein besonderes Gerät brauchen, um das hier zu lösen. Das klingt irgendwie gut. Hast du versucht, die Laserstrahlen zu kreuzen? Das ist nett. Pass auf, ich lass mal los? Nee, dann kann ich immer noch scrollen. Ja gut, dann habe ich das letzte Mal irgendwie zweimal gedrückt aus Versehen oder so. Manchmal musst du den Mut finden, Hindernisse zu beseitigen mit einer Axt. Das ist auch nicht schlecht. Bin ich verrückt oder haben diese Computerterminals eine Persönlichkeit? Ja, wohin auch immer ich nun gehen muss, ich hoffe, die Hindernisse auf diesem Pfad werden weniger belanglos sein. Ich habe dieses Land ausgiebig bereist und ich kann ohne zu zögern sagen, dass dies hier der schönste Fleck von allen ist. Frösche sind auch nur Menschen, ja, haben wir auch schon gehört. Bleib deinen Weg treu, denn diejenigen, die am weitesten kommen, erlangen wundersame Kräfte. Dieser Ort ist mehr als erscheint. Ich habe Dinge gesehen, die du dir nur vorstellen kannst. Oder noch nicht einmal. Mach dir keine Sorgen. Wenn du mir auch nur ein wenig ähnelst, musst du dir nur genug Zeit nehmen und die Lösungen werden dir nur so zufliegen. Mach dir nicht die Mühe, weiterzugehen. Ich bin dir weit voraus. Nee, irgendwas mit der Axt entweder oder hast du versucht, die Laserstrahlen zu kreuzen. Oh, mit einer Axt. Das gefällt mir gut. Das ist nämlich die Lösung. So, das ist die Antwort.
So, wir machen kurz Lese-Action und dann machen wir die drei Rätsel und dann ist... Okay, na, wirst du wohl? Einmal vorsichtig drücken, jawohl. Greife auf Kommunikationsportal zu. Ach so, Achtung, Administrator. Die Netzwerkverbindung wurde wiederhergestellt. Möchten Sie die letzte Sitzung erneut öffnen? Ja, mach mal. Empfange Nachricht. Bist du wieder da? Ja, was wolltest du vorhin sagen? Ja, reden diese Terminals auch mit dir? Ja, aber wie kann ich wissen, ob ich dir vertrauen kann? Das ist eine berechtigte Frage. Ganz toll. Es gibt also eine Gesamtsumme von zwei vernünftigen Menschen in dieser Welt und wir können uns nicht entscheiden, ob wir einander vertrauen. Wie wäre es, wenn ich dir sage, was ich denke? Ich habe versucht herauszufinden, wie dieser Ort funktioniert. Manchmal scheint es, als ob alles hier einen Sinn ergibt, manchmal nicht so sehr. Ich glaube, wir sind in irgendeine Art von Maschine eingestöpselt. Ich glaube, hier ist noch was anderes los. Was für Beweise hast du? Behauptungen zu machen kann ein gefährliches Unterfangen sein. Fragen wir nach den Beweisen. Könnte man all das hier sonst erklären? Ich glaube nicht an Dämonen und böse Zauberer. Ich glaube, das hier ist eine Art Bestrafung. Ich glaube, wir werden auf irgendwas vorbereitet. Vielleicht. Ich glaube, irgendwas ist... Entschuldigung? Ist richtig falsch gelaufen. Vielleicht auch. Vielleicht hast du doch recht. Ich glaube an gar nichts mehr. Oh ja, das ist wieder so pessimistisch. Eine Art Bestrafung? Nee, auf irgendwas vorbereitet. Vielleicht? Ich glaube, irgendwas ist richtig falsch gelaufen. Ja, boah, eventuell. Vielleicht ist es aber auch genau so gelaufen, wie erwartet, wie gedacht. Das würde eine Menge erklären. Hör mal, da ist noch was anderes. Vielleicht kann es uns helfen. Seit ich hier angekommen bin, hat sich irgendwas falsch angefühlt. Dieser Ort spielt mit dir, man bekommt seinen Kopf nicht klar. Aber ich glaube, ich kenne einen Weg, um die Wahrheit zu finden. Ich habe in einigen Dokumenten rumgewühlt und ich finde immer wieder Anspielungen auf ein Passwort. Oh, interessant. Denke, dabei handelt es sich um eine Art Bibliothekshauptschlüssel, weil ich weiß nicht, wie ich ihn benutzen soll. Ich habe auch keine Idee. Was ist es? Du solltest nicht zu tief graben. Doch, doch, mach ruhig. Was ist es? Schwöre, dass du nirgendswo ohne mich hingehst und ich sag's dir. MLA Process Bud hat sich in die Sitzung eingeloggt. Oh, oh. Sekunde, was ist das? Machst du... stopp, stopp. Machst du was mit meinem Terminal? Ich glaube, das ist keine gute Idee. Sitzung beendet. Da hat sich der MLA reingeschaltet. Interessant. Osiris, oh nein. Müssen wir trotzdem mal machen. Naja, spannend. Vielleicht spielt der MLA aber auch nur mit uns, nicht wahr? Weiß man's? Naja. Aber warum, sagte der Sterbende, setzen die Götter all diese Herausforderungen vor uns? Warum gibt es die Wände aus Eisen und die Tore des Lichts? Warum bewachen abscheuliche Dämonen den Weg? Warum müssen unsere Herzen so leicht sein wie die Feder der Ma'at? Warum ist der Weg nach Aru so schwierig? Der Schriftgelehrte dachte über diese Worte nach. Einige sagen, dass die Wege nach Aru einst offen waren, aber zu viele Sünder kamen und die Götter machten die Wege gefährlich und um die Sünde in Schach zu halten. Andere sagen, dass wir als Sterbliche Aru nur würdig sein können, wenn wir die Wege des Osiris begehen und so selbst zu Osiris werden. Aber ich glaube, dass Aru nie auf eine andere Weise erreicht werden konnte, denn so wie der Bergpfad steil sein muss, so muss der Pfad nach Aru voller Gefahren sein. So wie Steilheit und Berg eins sind, so sind es auch Gefahr und Paradies. Sie sind untrennbar, sie erschaffen sich gegenseitig. Hier sind Anmerkungen, eine interessante Parallele zu diesem Begriff existiert in den Bußpsalmen sowieso. Hier scheint der Schriftgelehrte von Osiris zu sprechen, in diesem Fall die Seelen der Gläubigen und nicht der Gott selbst. Und hier ist noch irgendwas Kaputtes. Jetzt habe ich den Titel gar nicht gelesen, egal. Aurora Calvin hat es geschrieben an Ironverteiler. Antwort, Fortschrittsbericht 16.
Das ist äußerst besorgniserregend. Wenn die Verbindung nicht funktioniert, wird das ganze Projekt scheitern. Das Hardware-Team muss alles so schnell wie möglich überprüfen. Jungs, 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 keine Panik. Schaut euch den Code nochmal an. Um genau zu sein, schaut euch Zeile 217 in Datentransfer C nochmal an. Was sind das für zwei Symbole kurz vor dem Code? //, ja genau, der Code, der die Übertragung initiiert, ist nicht ausgelesen worden. Ah so, ich vermute, dass ihr gestern was getestet habt und danach vergessen habt, die Auskommentierung rückgängig zu machen. Die Hardware ist nicht kaputt, sondern eure Gehirne. Ja, sehr nett. Alles Liebe, Aurora. So, ja, Debug-Code, ne? Oder Debugging. Einfach mal schnell was auskommentieren, das so lassen, das passiert, ja. Entscheidungen des Lebens, TXT. Die gesamte Versammlung stand für kurze Zeit still und gefasst. Lasst uns, sagte Rasselas, von dieser Szene der Sterblichkeit zurückkehren. Wie bedrückend würden diese Häuser der Toten jedem erscheinen, der nicht weiß, dass er nie sterben wird, dass das, was nun handelt, seine Wirkung nie einstellen wird und dass das, was jetzt denkt, für immer denken wird. Archiv, sowieso Johnson Samuel Fehler, Huld dir Osiris, Herr der Ewigkeit, König der Götter, dessen Namen mannigfaltig sind, dessen Gestalten heilig sind, du von versteckter Gestalt in den, oh, ich habe mich wegteleportiert, das tut mir natürlich sehr leid, in den Tempeln, deren K heilig ist, alle Götter loben dich, denn du bist der, jene, die hier vor uns ausgestreckt sind, die Weisen und die Mächtigen des Altertums warnen uns und sie Kürze unseres aktuellen Zustands zu erinnern, denn auch sie wurden vielleicht emporgerufen, während sie, wie wir, mit den Entscheidungen des Lebens beschäftigt waren. Alter, das ist ja heute irgendwie, sind ja ganz komische Texte, aber nun gut. So, wichtige Nachricht da hinten nämlich. Weiß ich auch nicht, wie ich jetzt drauf komme, aber behaupte ich jetzt einfach mal so, ich will noch ein Rätsel machen. Irgendwie bin ich heute ganz rätselgeil, nämlich hier, wir machen erstmal so rote, dann haben wir es abgehakt. Was ist erbärmlicher, dieses seichte Gebilde einer Welt, dieser Idiotenspielplatz oder dass ich aus Langeweile noch immer versuche, ihre Mechanismen zu verstehen? Doch. Es steckt mehr dahinter. Schau dir an, was wir tun. Wir lösen Probleme, werden geprüft, verbessern uns. Manche von uns sterben früh und werden ersetzt. Aber du und ich, wir sind immer noch hier. Wir sind dem Ziel nahe. Genau, ägyptischer Säulengang. So muss man das nämlich sehen. Wir sind dem Ziel nahe, nämlich von einem von den Dingern da in die Luft gejagt zu werden. Das ist unser Ziel. Das ist das erklärte Ziel oder ja, vielleicht auch unfreiwillig. Wird es so enden? Das kann natürlich auch sein. Aber was haben wir denn hier? Wir haben ja die Dinger eben. Aha, einen Jammer. Wir haben einen Jammer, damit könnten wir die Dinger jammen. Aha, und da ist auch noch einer, also noch mehrere. Ah, und da hinten sind die Schlüssel. Ach du je. Und durch dieses Tor kommen wir nicht durch, ne? Genau, wir brauchen die Schlüssel. Und da hinten sind noch Gewehre. Das ist ja super. Eieieiei, das war aber knapp. Das war arschknapp. Aha, und da hinten ist noch ein Jammer. Ja, noch ein Jammer wäre nicht schlecht. Kommen wir nah ran. Noch ein Jammer. Pass auf. Haha, wir locken die einfach gegenseitig. Achso, die sind nebeneinander. Oh. Ich dachte eben, die seien hintereinander, aber nee, war nicht so. Ich bin gleich sowas von tot. Ich dachte, man könnte hier wieder desynchronisieren und dann vorbeischlüpfen, aber nee. Ja, vielleicht, wenn man den da lockt. Boah, kommen wir dann vorbei? Ich glaube ja nicht, oder? Könntest du ja mal probieren, aber... ich sehe schwarz, nee. So ist es nicht gedacht. Boah, mein Hals wird langsam trocken, Alter. Ihr wisst ja, wie es ist. Das heißt, wir brauchen gleich ein Päuschen. Also ich zumindest. Brauche gleich ein Päuschen. Wie ist es denn? Wie ist es denn folgendermaßen? Wenn wir mal... Ja, ist ja gut. Wenn wir den da mal rauslassen, ne? Wenn wir den mal freilassen, bekämpfen die dann sich irgendwie gegenseitig oder so? Nein. Nein, nicht wirklich. Ja, toll. Jetzt hängt er halt da. Macht aber nichts. Oder? Doch, macht schon was. Aber wenn der auf dem Weg nach da ist, können wir hier durchschlüpfen. Ach so, da kommen wir ja nicht weiter. Ja, blöd.
Wir müssen uns wohl nochmal töten lassen. Boom. Wir hätten auch resetten können, aber naja, soll's. Wo ist denn hier? Da. Da ist der Jammer. Gut, das war's noch nicht. Das war's noch nicht. Ach, halt die Klappe. Mag dich nicht. Wir müssen die synchronisieren. Das könnten wir... Boah, das könnten wir vielleicht machen, ja. Pass auf, naja, so wird's nix. Ja, doch, das funktioniert schon. Wenn wir die mal in Gleichklang bringen, ja. Dann könnten wir abwarten und uns dann vorbeischleichen. Und mal so. Jetzt fliegen die da gleichzeitig entlang. Jetzt warten wir, bis sie wieder hier sind. Schlüpfen vorbei. Ob mit Jammer oder nicht, weiß ich nicht. Vielleicht auch ohne. Ja, und dann könnten wir vorbeischlüpfen. Pass auf, wir jammen hier auch noch einen von denen zusätzlich. Oh Mann, ob das wohl funktioniert? Wir jammen mal einen. Wir lassen den anderen durch. Und dann können wir vielleicht, wenn wir schnell sind, ja, wenn wir schnell sind, den hierher holen. Kann ich den vielleicht... kann ich mir nehmen? Ja, es geht. So, und jetzt. Jetzt kommt der Trick. Ich mache das Tor auf. Ich mache... Was mache ich denn jetzt? Muss ich den da... muss ich den da erstmal rauslassen? Weil ich brauche ja die Jammer für beide Tore, oder? Oh, wir sind nah dran. Alter, wir sind nah dran. Bleibst du da mal stehen? Theoretisch schon, aber irgendwie gefällt mir alles nicht, ne? Meine Fresse. Ja, ist ja gut. Wir könnten auch das Ding hier offen halten. Das Teil dadurch blockieren, aber ist auch irgendwie blöd, oder? Es funktioniert aber. Wir könnten so weiter. Durchaus. Ah, es funktioniert schon. Jetzt können wir das Tor da aufmachen. Den Dude durchlassen. Ich wollte ihn eigentlich blockieren. Können wir aber auch hier noch machen. Macht nichts. Achso, und jetzt ist da hinten natürlich noch zu. Oh Mann. Ist alles eine ganz blöde Idee. Oh Mann. Nee, komm, ich. Nee. Ich brauche irgendwie. Ich brauche den zweiten Jammer hier. Das ist irgendwie alles blöd. Gefällt mir alles nicht. Kann ich vielleicht... Nee, es funktioniert alles nicht. Ich brauche da jetzt einen weiteren Jammer. Es ist irgendwie nicht so gedacht, habe ich das Gefühl. Naja, gut. Wir müssen ihn ja nicht jammen. Das müssen wir nicht zwingend machen. Ich kann auch so durch. Nein, 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 nein. Bleib da. Boah, wir können den jammen. Wir können hier warten. Bis er nach hinten geht. Ah, nee, das funktioniert so nicht. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Wir können das Tor von hier jammen. Wir können uns den nehmen. Ah, oh, Mist, das hat nicht gereicht. Und uns dann schnell da durcharbeiten. Ah, ist doch blöd. Das ist doch irgendwie kacke. Ich will erstmal die anderen Rätsel machen. Die roten Rätsel, ne? Die sind so, boah, die sind so schlimm. Nur Türen und Fenster. Nur Türen und Fenster und Laser. Das ist vielleicht ganz gut. Ich sollte das einfach mal öfter machen, dass wenn ich nicht weiterkomme, ich erstmal irgendwas anderes mache. Ah, das kann man tun. Das Rätsel, das war mir irgendwie zu stressig einfach. Das ist natürlich wieder eine gelegene Ausrede. Um jetzt nur wieder zu failen. Mal gucken. So, wir haben noch einen Verteiler. Da hinten ist das Teil. Aha. Da hinten ist das Teil. Wir können es hier weiterarbeiten. Hier ist noch ein Verteiler. Und dieser Raum ist ansonsten nicht sonderlich wertvoll. Um es mal so zu sagen. Okay. Das bedeutet... Können wir jetzt von hier aus weiterarbeiten und kriegen noch einen Verteiler. Ist ja immer besser. Ist hier hinten irgendwas? Nein. Wäre aber ein schönes Versteck gewesen. So, hier haben wir ein Fenster. Das ist ganz praktisch. Da können wir uns etwas holen. Da können wir uns einen Laserstrahl holen.
Hier ist auch noch ein Fenster. Das führt jetzt allerdings nicht direkt zum Ziel. Gut. Haben wir denn jetzt hier irgendwelche überschüssigen Laser? Ja, haben wir schon. Umlenker meine ich natürlich, sag mal. Laser, naja, gut. Passt ja irgendwie. Wir könnten uns... Das hier brauchen wir auch nicht mehr zwingend, ne? Glaube ich. Ist allerdings jetzt auch nicht schlimm, wenn das offen ist. Wollte eigentlich nur mal einen Laser herholen. Und dann hätten wir hier noch zwei zur Verfügung. Das reicht aber nicht, oder? Nee, das reicht uns so nicht. Aha, da ist ein Fenster. Da ist auch noch ein Fenster. Da könnten wir uns zumindest nach hierhin einen Laserstrahl holen. Oder sogar noch weiter hinten. Hier irgendwie so. Das müsste gehen. Reicht das vielleicht sogar? Weil da hinten haben wir auch noch ein Fenster. Müssen wir ja gar nicht so zickzack hier um die Ecke, sondern können uns den Laser von da holen. Ja, siehst du, sage ich doch. Die gelben Rätsel sind einfach besser. Die sind besser an unser, ja, unser Können angepasst. Ja, wir werden die roten auch noch rauskriegen, aber vielleicht nicht heute. Komm, wir machen noch das eine gelbe hier. Das eine gelbe und dann ist gut. Kreuz- und Querrätsel. Auch wieder mit Laser. Kreuz und quer und auch mit verschiedenen Farben. Aha. Na, dann gucken wir mal. Kreuz und quer können wir doch. Wie kommen wir denn an den Verteiler daran? Zunächst einmal. Hier muss doch noch irgendwo einer sein. Ansonsten sehe ich ein bisschen schwarz. Hier ist noch einer. Gut. Dann machen wir rot. Mhm. Ja, ja, und jetzt müssten wir an das Blaue daran. Aha, hier ist auch noch ein rotes. Geht aber natürlich nicht so direkt, sonst kreuzen wir die Strahlen. Allerdings kommen wir jetzt hier auch so schon nicht weiter. Das ist ja schön. Hervorragend. Haben wir irgendwie eine Leiter oder irgendwas, der wir da durchkommen? Sehe ich gerade nicht. Sehe ich gerade nicht. Hä? Kommen wir da wirklich nicht weiter? Kommen wir da nicht durch? Verteiler, Verteiler? Einmal unterm Hintern von dem Kollege gucken? Nee. Irgendwie nicht. Da ist ein Verteiler, ja. Ach, da ist einer. Die haben wir schon alle gesehen. Nur ich nicht. Ja gut, dann ist easy. Dann machen wir so. Ist sogar noch ein Verteiler da. Ah, so. Da geht's noch weiter. Gut, gut. Ja. So, und dann kriegen wir den wahrscheinlich letzten Verteiler. Den haben wir jetzt, wenn mich nicht alles täuscht, vier Stück an der Hand. Wir sammeln sie erstmal zusammen. Ja, so einen von denen werden wir wohl brauchen, um das da zu verbinden. Das können wir ja einfach mal hier so... Nein, das wollte ich nicht. Das können wir ja erstmal so machen. Hier so aufstellen. So, und dann gucken wir, wie wir mit den übrigen drei... Oh! Oh nein! Oh nein! Habe ich mich hier eingebaut, eingekesselt? Kommt hier irgendwie raus? Ist hier irgendwo eine Leiter zur Verfügung? Ist jetzt ja blöd. Er sagt zwar nicht, dass wir resetten müssen... Ich sehe gerade nicht, wie ich hier sonst rauskomme. Oh, das ist ja echt ungünstig jetzt. Das ist ja blöd. Muss ich echt resetten? Normalerweise ist doch immer eine Leiter irgendwie am Start hier, wenn es so Tore gibt. Ja, sehe ich aber nicht. Vielleicht hier, nee, ganz am Ende, da komme ich auch nicht hin. Ich muss mal resetten. Gott, resetten, ja. Das war jetzt ja albern. Ja gut, aber... Das müssten wir jetzt ja eigentlich relativ schnell hinkriegen. So, pass auf. Ich bin schon ganz verwirrt hier. Gut, dann haben wir den nächsten. Einmal plopp. So, und gleich schalte ich die Verbindung erst, wenn es wirklich nötig ist. Das ist vielleicht eine Alternative. Dann besteht vielleicht nicht so große Gefahr, dass wir uns da einsperren.
So, hier einmal den schönen ausgestellten Verteiler. Einmal den. Wir holen uns die Nummer 2. Die Nummer 3. Und das Tor ist noch offen, ich wollte schon sagen. So, jetzt haben wir ja alle beisammen. Da müssten wir jetzt eigentlich damit arbeiten können. Gut. Ja, straight forward wäre jetzt eigentlich... Das... Boah, ja, boah, man kann es entweder so oder so machen. Ich weiß gar nicht. Wir könnten... Könnten wir das Rot direkt verbinden? Könnten das Rot direkt verbinden. Und das Blau, das können wir jetzt halt nicht direkt verbinden, sonst kreuzen wir die Strahlen. So, was bedeutet das? Wir könnten ein blaues... können wir auch nicht. Das reicht nicht ganz. Ich dachte eben, wir könnten ein Blau hier vielleicht so rumlenken und damit verbinden. Das geht aber so irgendwie nicht. Nee, dann machen wir das mal anders. Wir legen das Blau mal hier hin. Und versuchen mal, das Rot irgendwie anders rumzuführen. Zum Beispiel... Zum Beispiel, langt das? Kommen wir hier hin? Nee, kommen wir nicht. Was können wir denn machen? Wir könnten einen Verteiler hier hinstellen. Den nächsten dann irgendwie hier? Hier? Da ist das auch ein bisschen zu blöd hingestellt, da das Teil. Warte mal, wenn ich den mal hier irgendwie hinstelle. Und die verbinde so und so und so auf gerader Linie. Ja, das reicht. Ja, dann ist die Frage, ob wir diese Verbindung hier hin herstellen können. Ja, guck mal, es funktioniert doch. Gut. Und das nächste geht auf, dankeschön. Ich habe immer so ein bisschen um die Ecke gedacht. Nicht sonderlich schön, aber funktioniert irgendwie. Gut, was haben wir denn eigentlich so am Start? Ah, für dieses komische Hebedingsi brauchen wir noch 2 gelbe. Und 19 von den roten Steinchen haben wir. Gut, gut. Ja. Aber ich glaube... Ich meine, ja, mir ist bewusst, hier gibt es noch das eine rote Steinchen. Aber ich glaube, das hebe ich mir dann fürs nächste Mal auf. Ich brauche wieder eine kleine Pause. Jetzt erstmal schön duschen gehen, was trinken. Ich habe irgendwie das Gefühl, ich... bin 2 Liter Wasser im Defizit irgendwie, mindestens. Oh ja, einfach mal ein bisschen Wasser saufen werde ich gleich machen. Vielleicht auch ein Bierchen saufen, mal gucken. Und ansonsten, da seid ihr irgendwo, würde ich jetzt erstmal für die Aufnahme sagen, vielen Dank fürs Zuschauen und man sieht sich in der nächsten Aufnahme. Bis dann, macht es gut und tschüss.